so. Also tut mir leid für die Lakes. Oh, ey, ich bin weg. Hey Leute, was geht? Wir sind wieder dabei. Wir spielen wieder das Spiel, was ich nicht spielen möchte. Aber ich muss da durch. Ja, es ist Outlaws. Outlast, so, mein Gott. Es ist kein Wasser im System, genau. Hier sind wir stehen geblieben. Oh mein Gott, ich habe wieder Angst bekommen. Weil der sich die ganze Zeit wieder... Ach, der macht diese Drecksounds, wenn der sich dreht, ne? Ja, übertreibt man nicht. Wir haben schon länger nicht mehr gespielt. Ja, komm, das ist kein Ding für uns. Können wir doch. Ja, wie machen wir das? Geh da durch. Hä? Hey. Mein Gott. Da ist ein Dämmer. Er haut langsam ab. Also, wir haben es lange nicht mehr gespielt. Ich wusste gerade auch gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Jetzt weiß ich das aber wieder. Wir müssen wieder zwei Sachen einschalten. So wie jedes Mal auch. Ja. Hallo. Tschüss. Ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll. Mann, das kann doch nicht sein. Oha, jetzt übertreibt aber. Das ist ja blöd. So sehe ich, ach, da sehe ich den. Yo, Brudi! Oh Gott, nein, das nicht. Nein, hallo, ich will nur drüber gucken. Ich muss sagen, diese Spielmechanik gefällt mir langsam nicht. Oh, guck dir mal die Hand an. Der Finger fehlt immer noch. Das Problem ist, wir müssen jetzt extrem lange warten, bis er da durchkommt. Oder wir laufen einfach durch. Aber ich weiß, zu was das Spiel einem zwingen will. Und ich weiß... Oh Gott. Und ich weiß auch ganz genau, dass er noch ein zweiter ist, weil wir im letzten Livestream so weit gespielt haben. Ich gehe einfach mal. Was kann da schon geschehen? Ah, okay, der läuft da hin. So weit, so gut. Was wird das denn? Ich gehe mal hier lang. Ich möchte mal gucken, was hier so ist. Laundry Room. Was kann hier schon so Schlimmes sein? Sind wir mal ehrlich.
Okay, da haben wir den ersten Schalter. Kommt diesmal keiner? Ich hab... Doch, da kommt einer. Da kommt einer, da kommt einer. Ich habe also gedacht, da kommt einer. Dann warten wir mal einfach hier. Ich höre den noch. Ich habe ja den Sound auf maximal eingestellt und ich kann hören, dass sie jetzt von rechts kommen. Wahrscheinlich. Er könnte das jetzt öffnen. Ja. Hallo. Oh Gott. So, das ist jetzt nicht so schlimm gewesen, weil einen haben wir aktiviert. Oh Gott. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass wir nicht in den zweiten Typen davon reinlaufen, weil ich weiß, dass hier zwei Leute von ihm sind. Und wenn wir jetzt noch einen zweiten... Oh Gott. Nein, nein, nein. Ja. Hey, die sind verdammt schnell. Die waren noch nie so schnell. Rudi, musst du noch ein bisschen trainieren. Dass die so einfach aufgeben. Ich hörte, die haben die Kraft, um hier einfach alles umzuschubsen. Weil dieses Weglaufen hat echt schon ein bisschen vom Heute kaputt gemacht, muss ich sagen. Das habe ich schon öfters gesagt, aber... Da geht die ganze Spannung verloren. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer noch diese kleinen Momente, wo irgendwas so aufploppt oder so. Und vor denen habe ich immer noch Angst. Vor denen habe ich immer noch Angst. Bei denen scheiße ich mir immer noch in die Hosen. So, jetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gerade jetzt links... der geht diesmal ganz woanders bei mir dann. Ciao. Und so ist euch jetzt. Ciao. Ist hier wieder was? Ah, guck mal, hier ist noch ein Versteck. Hätte ich das von Anfang an gewusst, ey, dann... Hä? Nee, du, Oh Gott. Kann ich mit dem reden? Oh mein Gott. Komm mal, klar auf dein Leben. Jetzt jagt er uns auch, oder? Du bist tot. Na, jumpst du mich an? Jumpst du mich an? Ja, wasch den mal. So, jetzt weiß ich noch nicht, was davor. Irgendwas. Wo ist der Schocker? Ja, da ist der Schocker. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir hängen fest, wir hängen fest. Aber wir sind durchgekommen. Ich meine, letztes Mal haben wir hier zwei Stück gesehen, aber diesmal ist hier echt nur ein einziger. Das wäre ein bisschen mager. Oh, zieht er uns? Nee. Dass die da auch stehen bleiben. Hä, ich... Ich häng fest. Oh nein, ich hab mich verbuggt. Nee, es geht weiter. Ich hatte nur Angst. Ich hatte nur ein bisschen Angst. Alles wieder in Ordnung. Das heißt, wir können jetzt, dieses Gasrohr oder was so sein soll, aktivieren. Oder was soll da? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich hab's schon über eine Woche lang nicht mehr gespielt. Wieso könnt ihr euch denken? Muss nicht unbedingt sein, das Spiel. So, Details. Sprinkleranlage. Hä?
Oh Gott, es laggt hardcore. Vielleicht sollte ich die Grafik ein bisschen runterdrehen. Das ist nicht. Wenn ich nach rechts und links lenke, echt nicht besonders einfach. Ich guck mal eben. Wir haben so schon eigentlich alles auf Mittel. Also ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Ich lasse es mal an. Ich lasse es mal an. Sollte ich sterben, werde ich das abändern. Das kann ich ja mal hier gucken. Dokumente? Nee. Notizen. Wo sehe ich denn Ziel? Finde draußen Vater Martin. Die Frage ist, wie komme ich jetzt nach draußen? Nicht. Muss ich jetzt komplett zurück? Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, es liegt echt hart. Ah, okay, hier hat es gebrannt. Da bin ich mir noch ziemlich sicher. Oh mein Gott. Es liegt echt übertrieben. Also wenn hier jemand kommt, werde ich eigentlich wieder. Also okay. So, also tut mir leid für die Lags. Wenn es gerade ein bisschen geleckt hat, tut mir das leid. Ich wollte aber auch die Grafik nicht runterdrehen. Da gibt es nämlich das folgende Problem. Wenn ich die Grafik runterdrehe, dann dann sieht man keine Details mehr. Also, das heißt, das wäre übertrieben hell. Oh Gott. Hätte ich gerade ein bisschen mehr Angst, oder? Ah, hier kann ich mich gleich verstecken. Wir laden einfach mal nach, weil wir haben ziemlich viele Batterien. Hier können wir uns also demnächst verstecken. Gut zu wissen. Lassen wir mal offen. Man weiß es ja nicht, was hier noch so kommt. Außer verrückte Leute, die um die enge Ecke springen. So, haben wir hier noch was? Ja, das kann man nicht öffnen. Also das Gute ist, wir müssen ja schon mal raus. Das heißt... Nein. Und hier? Auch nein. Cafeteria. Ja, wir sollen... Super, das ist ja auch eine sehr originelle Zielbeschreibung, wenn da steht... Moment. Hier uns einschließen bringt ja auch nichts, oder? Hallo. Nee. Doch, ich habe immer noch Gänsehaut von dem Moment gerade. Aber kein Ding. Das Einzige, was ich jetzt überlege, ist, wo müssen wir hin? Hier ist nicht. Ah, hier. Oh, nein. Hier doch nicht. Hallo. Ja, auch nicht schlimm. Wir möchten hier noch. Wieso? Nein. Nein. Kannibalen. Nein. Und das ist zu. Aber da wollen wir sowieso nicht lang. Da sieht es nicht so aus, als ob es weitergehen würde. Da ist ein Exit. Okay. Sollte ich da runtergehen? Nein, ich glaube nicht. Oh mein Gott. Allein so ein Blitz löst bei mir schon so einen Herzinfarkt aus, ne? Ey, bitte, wenn das... Oh nein. Mein Gott. Jetzt regnet das neues Ziel. Suche Vater Martin.
Ja, Vater Martin, komm mal hier hin, dann suche ich dich. Ach, ich laufe einfach mit der Hoffnung, dass ich ihn finde. Wir haben hier einen Brunnen. Ich laufe dahinter. Ich laufe einfach weg. Wieso soll ich mich mit Vater Martin treffen, wenn ich einfach weglaufen kann? Seid mal ehrlich. Was haben wir hier? Hier mal, ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß... Oh, hier geht's zum Treppen hoch. Wir nehmen links. Links ist immer besser als rechts. Okay, wir nehmen rechts. Rechts ist immer besser als links. Martin? Vater? Papa? Mein Vater ist wirklich Martin. Was ein Zufall. Das Spiel wusste es. Das ist jetzt unscheiße. Bist du Martin? Nee. Ich höre hier noch jemanden atmen. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige hier draußen. Aber ohne ein Nightvision würde ich ihn nichts sehen. Ist hier Martin? Nee, aber eine Batterie ist da. Die nehmen wir mal. Hey, da ist ein Geist. Unlogisch. Mega unlogisch. Geh mal weg, Geist. Oh, Blitz, bitte. Spaß hier auch. Also bis hierhin sind wir jetzt soweit richtig gekommen. Bis hier. Könnte das hier richtig sein? Das könnte richtig sein. Bist du Vater Martin? Nee. Hier können wir auch nicht durch. Ich wette, ich übersehe irgendwas, was so mega, mega einfach ist. Wir laden mal in Batterie nach. Also, wo kann denn der sein? Laufe ich vielleicht die ganze Zeit um ihn vorbei? Ist da vorne das Licht? Ich gehe nochmal zum Licht. Ich guck nochmal hier nach. Also, da konnte ich gerade nicht rein. Ja, das ging nicht. Das bedeutet... Hey, stand da gerade was? Für diese Tür scheint ein Schlüssel notwendig zu sein. Ja, Leute, danke erstmal fürs Zuendeschauen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt noch eine der letzten DayZ-Mod-Videos und unten ist der letzte Outlast-Teil. Bis zum nächsten Mal.